Hallo Leute, und zwar willkommen bei meinem heutigen Webcast. Und heute haben wir Dr. Zeev Simon als unseren Gast. Dr. Zeev Simon, so stellen Sie sich doch mal bitte ganz kurz vor. Okay, danke Sevim. Hallo alle Leute hier in Deutschland. Mein Name ist Zeev Simon, ich bin ein Periodontist, eine Periodontologist. Wie sagt Parodontologe. Parodontologe aus Beverly Hills, Kalifornien. Und eigentlich bin ich in München geboren, also deswegen spreche ich Deutsch. Und entschuldige meine Fehler, aber danke, dass du mich auf dem Podcast hast. Ja, ich dachte, wir überraschen euch jetzt mal ein bisschen. Wir haben das Ganze ja natürlich auf Englisch getan, aber Herr Dr. Zeev Simon kann auch Deutsch, ne, zu eurer Überraschung. So, zwar, genau, also falls du meinen Kurs in Deutschland geben willst, die Leute können dich auf jeden Fall verstehen. Also ich selber bin ja auf dich aufmerksam geworden durch deine ganzen Online-Aktivitäten, muss ich zugeben. Und ich fand die Teaching-Videos auch ganz gut auf YouTube. Also ich habe sie mir auch alle angesehen. Ich finde, du machst das auch ganz gut, auch deine Art, wie du sprichst und so. Es wirkt auf jeden Fall sehr sympathisch auf die Leute. Danke. Für mich ist es natürlich, ich bin jetzt so als Anfänger ein bisschen meiner Implantatkarriere natürlich auf der Suche nach Videos, wo ich etwas lernen kann. Ne? Es ist natürlich auch immer sehr teuer, irgendwelche Fortbildungen zu besuchen, wirklich sehr teuer herumzureisen. Nicht jeder hat die Möglichkeit. Also es ist eigentlich sehr lukrativ, dieses Geschäft von zu Hause, sich irgendwelche Videos anzustellen. Und du machst es ja wirklich so als einer der wenigen, der halt diese Videokompaktkurse sozusagen anbietet. Was ist die Idee dahinter gewesen? Also wie bist du darauf gekommen? Das ist eine gute Frage, interessantes Thema, weil ich habe schon unterrichtet, schon ungefähr 20 Jahren. Und ich bin immer gereist nach Japan und nach Australien und Malaysien. Und weil meine Praxis so busy war, ich konnte es nicht mehr machen. Und jetzt habe ich eine große Familie, ich habe 4 Kinder. Meine Kinder sind mir böse und meine Frau auch. Also ja, das ist keine gute Idee. Also im Moment habe ich mir gedacht, warum kann ich nicht in meinem Büro sitzen hier und ich kann doch durch das Internet unterrichten. Und ich habe jetzt Studenten aus der ganzen Welt und das ist eigentlich ein tolles Business für mich. Ich kann zu Hause sein, ich kann Abendbrot zu Hause essen. Ich muss nirgends fahren. Das war eigentlich die Idee hinter dem. Ist auf jeden Fall richtig gut. Also es ist jetzt so ein bisschen, am Anfang steht man ja so als Anfänger so ein bisschen... Na, man traut sich nicht wirklich etwas zu machen, gerade wenn man halt jetzt nicht einen Mentor an der Seite hat, der einem so ein bisschen über die Schulter guckt. Ich persönlich mache das ja in Berlin bei dem Cézanne-Institut, das hatte ich ja schon gesagt, wo ich wirklich einen Mentor habe, der mir über die Schulter guckt und wo ich halt auch an Patienten implantieren kann. Finde ich persönlich eine ganz gute Sache. Ne, aber es ist jetzt so ein bisschen dieses typische Denken, ja, out of the box, also dass man über seine Komfortzone geht, dass man sich ein bisschen darüber hinaus entwickelt, Sachen anwendet, die man jetzt nicht in der Universität lernt. Und nachdem ich aus der Uni rausgegangen bin und seitdem ich diese, ich sag mal, Blog-Geschichte hier auf Facebook mache, sehe ich halt immer wieder neue Techniken, die ich nicht kannte, ne? Oder die du jetzt auch verwendest, wie zum Beispiel auch den Smart Dentine Grinder, Socket Shield Technik, PRF, das sind alles so Sachen, kannte ich nicht. Ne? Und jetzt habe ich dich natürlich auch sehr oft mit diesem Smart Dentine Grinder gesehen. Was hat es denn damit auf sich? Das Smart Dentine Grinder hat eigentlich zu tun mit unserer Enttäuschung von den Ridges. Wenn ein Zahn nicht mehr da ist, das ganze Knochen eigentlich geht weg und nichts mehr da, wenn ein Implantat eine Möglichkeit ist. Und das hat nichts zu tun mit der Technik oder mit Material. Es hat zu tun mit Biologie. Wenn der Zahn nicht mehr da ist, dann ist der Knochen schon weg. Meistens die Alveolar Bone. Und ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Aber nein, das ist der Knochen, der wird resorbiert. Genau, wird resorbiert. Und das kann man leider nicht vermeiden. Und was wir jetzt gefunden haben, wenn wir benutzen den Zahn, den Dentin, teilweise ist Cementum und das auch das Email, dann haben wir bessere Resultate. Und der Knochen ist viel heftiger und viel, viel stärker. Und deswegen habe ich damit angefangen. Das ist ganz einfach.
Und wie ist denn das? Also zum Beispiel das Dentin an sich, das verbindet sich ja dann nicht mehr mit dem Knochen. Also es ankylosiert ja in dem Zustand, wenn man das jetzt da reintut. Ne? Genau. Das ist ja die wichtige Sache. Wie funktioniert das dann, wenn man, wie gesagt, zwei tote Körper hat? Man wird ja da noch ein Implantat sozusagen hinein bohren. Also wie funktioniert das dann mit der Osteointegration? Weil ich denke, das ist doch wichtig. Genau. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob wir Histologie haben, aber das funktioniert eigentlich viel besser, wenn du denkst von einem normalen, so wie sagt man, Knochen zu Implantat Kontakt. Das Kontakt ist nicht viel, vielleicht 15-20% under the best circumstances. Und was passiert mit dem Dentin Graft? Das Dentin ist eigentlich nur ein Scaffold, damit der Knochen eigentlich durch Ankylosis sich drauf baut. Und wir haben eigentlich jetzt sehr gute Resultate in die ästhetische Umgebung und das funktioniert sehr, sehr gut. Und jetzt auch mit Socket Shielding, teilweise zeigen Ärzte, dass sie den Implantat an dem Dentin anmachen. Und ich mache das nicht, aber anscheinend funktioniert das. Anscheinend ist das Dentin so ein bisschen so ein inertes Material. Es hat keine Probleme. Ja, weil man ja immer sagt, keine zwei toten Körper aufeinander und Dentin ja in dem Sinne ja tot ist. Also don't put two death bodies. Dentin ist nicht tot. Nach dem Grinder ja schon. Es kommt ja aus dem Zahnraum. Nicht, wenn es im Grinder ist? Was nicht mehr da ist, ist das Pulp, die Nerven und die Blood Vessels. Das organische Material ist tot, ist nicht mehr da. Aber das Dentin hat BMPs und hat verschiedene andere Growth Factors, die wir überhaupt nicht kennen. Und deswegen funktioniert das sehr gut und die Growth Factors bleiben dort. Im Dentin. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das ziemlich gut. Ja, also ich fand jetzt bei dem Socket Shield, das habe ich mir jetzt angeguckt, und zwar trennen die den Zahn ja in der Hälfte wirklich bis zum Apex durch. Und ich finde, dieses Trennen, das wäre mir schon zu kompliziert für den Anfang. Also ich sehe ja, wie gesagt, man sieht ja nichts. Ja. Ist sehr kompliziert. Ist nicht kompliziert. Da muss man eben schwitzen. Es ist einfach schwierig. Und das Wasser kommt raus aus dem Socket und man sieht gar nichts. Also man muss schon ein bisschen Erfahrung haben. Und ich habe jetzt ein paar Ideen, wie man das machen kann. Ganz einfach. Ich habe es noch nicht getestet. Aber okay. Ich glaube, durch Guided Surgery kann man diesen Dentin so ziemlich perfekt machen. Aber nächstes Mal, wenn wir sprechen, sage ich dir, wie es gelaufen ist. Okay. Aber ich finde ja auch jetzt Guided Surgery. Du sagst ja auch, dass du zum Beispiel fast nur guided, also arbeitest wirklich. Und das ist halt immer die Frage, weil ich finde, nicht jeder will zum Beispiel noch zusätzlich ins CT. Ich meine, man kann auch ein DVT nehmen, aber ich glaube, beim CT sind die Werte einfach ein bisschen besser beim Guided Surgery, sodass die meisten sich eher für ein CT entscheiden. Jetzt ist natürlich die Frage, muss das immer jedes Mal sein, ne? Weil das sind ja immer mehr Kosten für den Patienten. Das heißt, er muss für das CT bezahlen, der muss für die DVT-Auswertung bezahlen. Also muss wirklich in jedem Fall da Guided Surgery. Also gibt ja genug Implantologen, die es auch ohne können. Genau. Das recht und super, super Frage. Nee, CGI oder Guided Surgery muss nicht sein. Nicht jeder muss auch ein Implantat haben. Nicht jeder kann sich ein Implantat erlauben. Definitiv. Und ich habe auch ein Video drüber auf YouTube und das Thema war: Do you need a CT scan for every case? Muss man einen CT scan haben für every case? Und die Antwort war nein, weil ich habe auch ist nicht für jeden Case. Aber ich glaube heutzutage, wenn der Patient sich das erlauben kann und wenn der Arzt schon das kann und kennt sich aus, das ist schon ideal. Also in der idealen Welt ist das eine gute Sache. Und hier in Beverly Hills, Gott sei Dank, Leute können sich das erlauben. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, jetzt die Antwort, Sabine. Das ist sehr, sehr wichtig jetzt. Okay. Let's pretend,
okay, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, let's pretend, dass ich ein Implantat brauche. Okay, ich habe 32 Zähne im Moment, aber sagen wir, dass ich ein Implantat brauche. Lass uns vorstellen, kannst du sagen. Lass uns vorstellen, genau. Lass uns vorstellen. Ich würde ein Implantat brauchen. Genau. Ja, meine Grammatik ist nicht alles perfekt. Alles gut. Was würde ich wollen als Patient? Und ich kann ganz deutlich sagen, 100%, ich möchte Guided Surgery. Warum? Weil ich möchte mein Chirurg den Implantat perfekt zu machen. Perfekt Angulation, perfekt Höhe, perfekt Soft Tissue, alles perfekt. Also wenn ich das für mich selbst möchte, warum nicht für meine Patienten, wenn sie das sich erlauben können? Definitiv, also das ist ja. Die Antwort. Und ich glaube, das ist die Antwort für alle unsere Fragen, sollen wir das benutzen und das benutzen? Was würden wir benutzen für uns selbst oder für unsere Frauen oder Kinder? Ja, definitiv. Eltern. Ich habe es jetzt noch nicht guided gemacht. Ja, ich habe noch nicht guided surgery, also mit guided surgery gearbeitet, aber ich hoffe, das kommt noch. Da werde ich jetzt auch noch einen Kurs machen. Hier ist eine Idee. Ja. Hier ist ein Kurs. Stimmt. The Implant Gold Rush is coming. Okay. Das Gold kommt. Das ist der Kurs. In diesem Kurs werde ich unterrichten, wie man guided surgery macht, auch auf ein Budget. Auf ein Budget und ja. wie man nicht so eine ganz teure Software kaufen muss und wie man das ganz genau planen kann und auch die Chirurgie ist einfacher und ja. mehr effektiv. Okay, ja, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ja. Und genau, was ich halt jetzt so ein bisschen schwierig finde, ist halt wirklich Soft Tissue Management. Also man macht ja wirklich, wenn jetzt in der Front so ein bisschen die bukale Platte eingefallen ist, der Knochen resorbiert ist, kann man ja mit Rolllappen arbeiten. Ne? Das heißt, dass man zum Beispiel ein bisschen weiter palatinal die Inzision macht und den Lappen nach bukal dreht, also hineindreht sozusagen, um da wieder das Weichgewebe aufzubauen. Ist natürlich für jemanden Ungeübten auch ein bisschen komplizierter. Hast du auch nochmal Kurse, wo du wirklich diese Nahttechniken, diese wirklich, wie man was macht, wie man näht, wie man diese Lappen bildet, ne? Ob man jetzt mit einem Lappen arbeitet, ob man, wie gesagt, flapless arbeitet, das ist ja so die neuere Welle, dass man sagt, so wenig wie möglich das Periost beschädigen. Ne? Weil eigentlich, wenn etwas wehtut, dann ist es meistens das Periost und nicht der Knochen. Das heißt, so wenig wie möglich das Periost beschädigen. Wie handhabst du das in deiner Praxis? In meiner Praxis, jeder Fall ist total anders und das stimmt, minimal ist besser. Aber meistens, wie du gesagt hast, der Knochen ist beschädigt, das Zahnfleisch ist beschädigt, also wir müssen etwas machen. Es kann sein eine Flap, also eine Lappenmanipulation, es kann sein ein Graft, ein Soft Tissue Graft. Und das Nahten ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wenn es nicht genug Zahnfleisch gibt neben dem Implantat, dann kann man nicht flapless machen oder man soll nicht flapless machen, weil das nimmt alles weg. Das Implantat wird funktionieren, aber das Zahnfleisch, das Soft Tissue wird sehr beschädigt sein. Also jeder Fall ist total anders und ich unterrichte das auch. Wann macht man was? Ja, ich glaube, das ist halt wirklich wichtig. Ich finde ja, im Internet gibt es einfach solche Kurse nicht. Und du bist, glaube ich, schon einer der Einzigen, die das so anbietet. Ich meine, wie teuer sind denn deine Kurse für Leute, die jetzt wissen wollen, falls sie daran teilhaben? Okay. Ist ja auch immer eine interessante Frage, ne? Ja, total, absolut. Ich habe jetzt einen Kurs gegeben, das war eine Crown Lengthening, das war total online. Ich hatte auch Zahnärzte aus Deutschland im Kurs und über 200 Ärzte im Moment. Und dieser Kurs war 6 Wochen total online mit Coaching, mit Mentoring. Und dieser Kurs war 1000 Dollars, US Dollars. Also very, very affordable. Nicht so teuer. Und was ich angeboten habe, war nicht nur ein Kurs, Information und
Vorträge. Aber was wichtig war in diesem Kurs, in unserem Surgical Master oder chirurgischer Meister, ja, chirurgischer genau. Meister, ist die Mentorship, die Coaching, damit, wenn du etwas mit mir studierst, dass ich bring das nicht bei und dann tschüss, es war sehr ja. angenehm und du siehst, wir machen das weiter. Wir haben eigentlich unsere eigene Facebook-Gruppe, die heißt Surgical Mastermind. Das ist eine Close Group, nur für die Doktor auf diesem Kurs. Und wir haben One-on-One und Group Sessions. Und jetzt die Gold Rush kommt raus, Implant Gold Rush kommt raus im Mai, am 15. Mai. Und wenn Ärzte aus Deutschland interessiert sind, das Website ist implantgoldrush.com. Okay, und Goldrush. Wie viel ist da drin? Wie viele Lektionen sind da drin? Wow, im Moment, im letzten hatten wir 50. 50 Lektionen, das ist echt. Ja, kurz, relativ kurz. Okay. Halbe Stunde, 20 Minuten, 45 Minuten. Okay. Kurz ist wirklich das Prinzip hier. Danach ist man wirklich ein Surgical Master. Also nach 50 sollte man schon. Chirurgischer Meister. Genau. Und in diesem haben wir viel mehr. In diesem haben wir viele Produkte. Und in diesem Kurs haben wir die Implant Gold Rush, aber wir haben auch andere Produkte, die beibringen, das Guided Surgery. Ich habe ein interessantes Konzept, das heißt die Bulletproof Surgeon. Okay. Und du siehst die Weste hier, okay? Für die Bullets. Und das ist nicht wie ein Krieg. Das ist nicht wie ein Krieg. Dieses CD eigentlich beschreibt den Weg von einem Anfänger-Chirurg, Anfänger-Zahnarzt bis zum Meister. Was man machen muss, jede Woche, jeden Monat. Und es dauert ein paar Jahre natürlich. Aber ich beschreibe, wie das funktioniert. Das ist nur ein Teil von diesem Programm. Und am 15. Mai werde ich alles schon erklären. Und sehr, sehr interessant, mitmachen. Auf jeden Fall. Wie machst du das denn bei der chirurgischen Kronverlängerung? Ich habe jetzt bei ein paar Fällen gesehen, dass sie wirklich nur von vorne den Knochen wegnehmen. Also jetzt gar nicht mehr palatinal rangehen, sondern nur von vorne bukal Knochen wegnehmen. Okay. Machst du das drumherum oder bist du auch nur dabei, den bukal Knochen wegzunehmen? Es kommt drauf an. Jeder Fall ist anders. Also wenn wir machen eine ästhetische Prozedur, die nur um die Zahnproportion ändert und das Zahnfleisch ein bisschen weniger macht, so Gummy Smile Treatment. Genau. Das ist nur auf Bukal. Nur auf Bukal, weil man muss nicht das andere Knochen anfassen. Und eigentlich sollte man auch nicht, weil das kann die Papilla beschädigen. Hm. Und wenn wir machen, was wir nennen Functional Crown Lengthening, zum Beispiel für die Zähne, die nicht so ästhetisch sind, das macht man schon 360 Grad um den Zahn. Aber ästhetisch ist nur Pokal. Und im Kurs bespreche ich das ziemlich viel. Ich habe eine ziemlich gute Videos auf YouTube und die sind frei. Und die heißen How to Improve the Aesthetics. Und es ist Teil Nummer 1, Teil Nummer 2, 3, 4. Und das erklärt diese Prozedur ziemlich gut auf YouTube. Und das ist frei. Und diese Videos haben, was weiß ich, 50.000 Views. Okay. In Zahnmedizin ist ziemlich viel. Also auf jeden die Fall. Sind ziemlich einfach. Definitiv. Ja, ziemlich einfache Prozedur und sehr effektiv, sehr ästhetisch. Und das habe ich alles beigebracht im Kurs. Sehr gut, sehr gut. Gut, das war's, denke ich, für heute. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und auch für deine Informationen. Ich hoffe, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Implant Gold Rush Kurs und hoffe, dass du ganz viele Teilnehmer hast. Dankeschön, Sevim. Dankeschön. Es war toll, mit dir zu sprechen und hoffentlich sprechen wir bald. Danke. Tschüss. Tschüss.